Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag. Schön, dass du eingeschaltet hast und schön, dass du an diesem Gottesdienst dran teilnimmst. Ich hoffe, du hattest gestern einen wunderschönen Abend und vielleicht hoffst du auf noch etwas Großes, was in den letzten Tagen dieses Jahres passiert. Und um Hoffnung geht es auch heute in diesem Gottesdienst, denn unsere drei Pastoren werden über das Thema sprechen: Hoffnung, die trägt, Hoffnung, die stärkt und Hoffnung, die bleibt. Und ich wünsche dir ganz persönlich, dass dieser Gottesdienst etwas mit dir macht und dass du verändert aus diesem Gottesdienst rausgehst. Lass mich noch dafür beten und wir werden still dazu. Mein Vater, danke, dass du auf diese Welt gekommen bist. Danke, dass wir Weihnachten feiern können und daran denken können, was du für uns getan hast, dass du Mensch geworden bist, so wie wir Menschen sind. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du jeden Einzelnen, der vor diesem Bildschirm sitzt, mit deiner unendlichen Liebe umarmst, dass du jeden segnest. Danke, dass du da bist. Danke, dass du gut bist. Und wir nehmen alles aus deinen Händen. Amen. Bringen frohe Kunde allen Menschen weit und breit. Von den Bergen in der Runde schallt es auch in unsere Zeit. Das Kindlein in dem Stalle, ihm nur gilt der Engellied. Ach, wie freuen wir uns alle, unser Aug den Heiland sieht. Zur Krippe eilen, seht das Wunder, das geschah. Heut will sich der Himmel teilen, Gott wird Mensch, Halleluja.
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts die Herden. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen und nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von dieser Kunde getan war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Von Herzen wünsche ich euch allen frohe Weihnachten. Ich habe euch ein verpacktes Geschenk mitgebracht, so stellvertretend für all die Geschenke, die in den letzten Tagen und Wochen verpackt wurden oder auch in den letzten Tagen verschenkt und geöffnet wurden. Erwartest du noch ein Geschenk oder sind schon alle deine Erwartungen, deine Hoffnungen erfüllt? Wenn man jung ist, dann ist die Liste der Wünsche, die man hat, unendlich lang. Als meine Kinder klein waren, haben sie regelmäßig vor Weihnachten die Prospekte aus den Geschäften gewälzt und nachgeschaut, was für Geschenke wohl die perfekten Geschenke für sie sein würden. Und dann entstand daraus oft eine lange Wunschliste. Und dann kam endlich Weihnachten. Und natürlich war die Hoffnung groß, dass diese Wunschliste, diese Wünsche tatsächlich auch geschenkt werden würden. Aber nicht immer gingen alle Wünsche in Erfüllung. Das habe ich selber auch erlebt, als ich Kind war oder auch später. Zum Beispiel 1979, als die Eishalle in Neuwied eröffnet wurde, da habe ich mir so sehr zu Weihnachten Schlittschuhe gewünscht. Und ich war überzeugt, ich bekomme diese Schlittschuhe, weil das ist ja das beste Geschenk, was mir passieren könnte. Aber ich habe sie nicht bekommen. Mit zunehmendem Alter verändern sich dann die Wünsche, die man hat. Kristallisieren sich Dinge heraus, die wichtiger sind als die Geschenke, die man kaufen kann.
Im Jahr 2020 ist Weihnachten anders. Schon früh wurde klar, dass Familienfeiern im großen Stil dieses Jahr nicht möglich sein werden. Und so blieb für viele die Hoffnung, wenigstens im kleinen Kreis mit Kindern und Enkeln zusammen Weihnachten zu feiern. Weihnachten ist eben ein Fest der Gemeinschaft. Zu unseren Kernbedürfnissen gehören unbestritten Gemeinschaft, dazu noch Frieden und Versöhnung. Wenn wir versöhnt in Frieden und in Gemeinschaft mit anderen leben, dann dürfen wir uns richtig freuen, dann geht es uns gut. Am Ende erlebt man sogar oft, dass Frieden, Versöhnung und Gemeinschaft wichtiger sind wie Gesundheit, über die alle reden. Wenn wir uns die Menschen vorstellen, die gerade in diesen Tagen im Krankenhaus oder im Altenheim liegen und die alleine sind und keinen Besuch haben dürfen, dann können wir uns vorstellen, wie groß der Wunsch bei ihnen nach Gemeinschaft ist. Frieden, Versöhnung und Gemeinschaft sind Dinge, die wir uns nicht einfach kaufen können, die wir nicht einpacken und dann verschenken können. Wir können zwar aktiv werden, um all diese Dinge in unser Leben zu bringen, aber wir können es eben nicht machen. Wir können zur Versöhnung die Hand als Erste ausstrecken und hoffen, der andere schlägt ein. Wir können selber zu Friedensstiftern werden und hinausgehen, da wo Unfrieden ist, und versuchen zu vermitteln. Um Gemeinschaft zu pflegen, können wir jemanden einladen zu uns nach Hause und mit ihm Gemeinschaft haben, beim Essen zum Beispiel. Aber letztendlich liegt es nicht in unserer Hand, ob all das geschieht. Wir können niemanden zur Versöhnung, zum Frieden oder zur Gemeinschaft zwingen. Die Zeit, an die wir uns an Weihnachten erinnern, war für viele Menschen in Israel damals vor 2000 Jahren eine dunkle Zeit. Ihr Land war besetzt von den Römern. Sie waren keine freien Menschen, hatten kaum Rechte. Ein Leben zählte nicht viel. Armut und Mangel prägten den Alltag. Und Gott, auf den Generationen von Juden ihre Hoffnung gesetzt haben, schwieg. Das Volk Israel war Gottes Volk. In der Geschichte des Volkes wurde das immer wieder sichtbar, denn Gott griff übernatürlich in den Alltag des Volkes Gottes ein, des Volkes Israel ein. Und so war es sichtbar für alle Menschen um Israel herum, dass Gott der Gott Israels war. Es gibt sogar die Erzählungen in der Bibel, dass Gott sichtbar unter seinem Volk wohnte, in der Stiftshütte oder dann im Tempel, dass er sichtbar für alle vom Himmel herabkam und Platz nahm im Tempel. Und die Völker um Israel herum erkannten, Gott ist hier. Gott hat seine Handschrift, seine Signatur auf sein Volk gelegt. Jahrhunderte später waren viele Menschen resigniert. Die Handschrift Gottes war in ihrem Leben nicht mehr zu erkennen. Gott schwieg jetzt schon über 400 Jahre. Und so hatten viele keine Hoffnung mehr, dass Gott wirklich noch einmal eingreifen würde in ihren Alltag. Und dann wird es Weihnachten. Gott selbst wird Mensch und liegt in einer Krippe mitten unter seinen Menschen, in der gleichen Not wie seine Menschen. Und unbemerkt von den meisten Menschen dieser Zeit wird es hell im Leben der Menschen, die Zeugen dieses Wunders wurden. Die Magier folgen dem Stern aus dem Osten, und dann, als sie endlich am Stall stehen, freuen sie sich überglücklich, dass Gott wirklich Wort gehalten hat und sie hingebracht hat dort nach Bethlehem. Die Hirten kamen von den Engeln eingeladen zum Kind in der Krippe. Und als sie dann wieder auf dem Heimweg waren, priesen und lobten sie Gott für das, was sie gehört und gesehen hatten. Hoffnung war wieder zurück in ihrem Leben, ihrem Alltag gelandet. Völlig unerwartet hatte Gott eingegriffen und ihr Leben grundlegend verändert. Wir lernen in der Weihnachtsgeschichte aber auch Menschen kennen, die schon ihr ganzes Leben ihre Hoffnung auf Gott gesetzt hatten und nie aufgegeben hatten, darauf zu hoffen, dass Gott eingreift. Sie hatten keine konkreten Vorstellungen, wie Gott eingreifen würde, aber die Hoffnung, dass Gott aktiv in ihre Lebensumstände eingreift, hatte sie durch ihr Leben getragen. Wir lesen da von Simeon in Lukas 2 Folgendes. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war fromm,
hielt sich treu an Gottes Gesetz und wartete auf die Rettung Israels. Er war vom Geist Gottes erfüllt und der hatte ihm die Gewissheit gegeben, er werde nicht sterben, bevor er den von Gott versprochenen Retter mit eigenen Augen gesehen hatte. Simon folgte einer Eingebung des Heiligen Geistes und ging in den Tempel. Als die Eltern das Kind Jesus dorthin brachten und es Gott weihen wollten, wie es nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind auf die Arme, pries Gott und sagte: Herr, nun kann ich in Frieden sterben, denn du hast dein Versprechen eingelöst. Mit eigenen Augen habe ich es gesehen. Du hast dein rettendes Werk begonnen und alle Welt wird es erfahren. Allen Völkern sendest du das Licht und dein Volk Israel bringst du zu Ehren. Simeon erkannte, Gott ist am Werk. Und dann kommt die Prophetin Hanna. An diesem Tag hielt sich auch die alte Prophetin Hanna im Tempel auf. Sie war nur 7 Jahre verheiratet gewesen, seit langer Zeit Witwe und nun eine alte Frau von 84 Jahren. Hanna brachte ihre ganze Zeit im Tempel zu. Um Gott zu dienen, betete und fastete sie Tag und Nacht. Während Simon noch mit Maria und Josef sprach, trat sie hinzu und begann ebenfalls Gott zu loben. Allen, die auf die Rettung Jerusalems warteten, erzählte sie von diesem Kind. Gott erfüllt seine Verheißungen. Simeon und Hanna haben das erfahren, haben sehen dürfen, dass der Retter tatsächlich da war. 2020 ist ein so nie dagewesenes Jahr. Für viele ist es ein dunkles Jahr. So mancher hat ebenfalls resigniert, hat keine Hoffnung mehr, schaut in eine unsichere Zukunft. Die Frage, die wir uns heute stellen können, ist die Frage: Wie können wir von den erwähnten Personen aus der Weihnachtsgeschichte lernen, heute Hoffnung zu bekommen, eine Hoffnung, die trägt auch in dunklen Zeiten? 4 kurze Punkte, die wir lernen können. Alle diese Menschen aus der Weihnachtsgeschichte sind offen für das Reden Gottes. Gott hat unendlich viele Möglichkeiten, uns Menschen seine Verheißungen nahezubringen. Manchmal tut er das spektakulär, wie mit dem Stern bei den Weisen oder bei den Engeln, wie mit den Engeln bei den Hirten. Aber ganz oft spricht er leise, wie bei Simeon mit seinem Heiligen Geist. Am offensichtlichsten spricht Gott aber durch sein Wort. Auffallend ist, dass die in der Weihnachtsgeschichte, die es am besten wissen müssten von dem Retter und von Bethlehem, die Verheißungen Gottes schwarz auf weiß hatten, nicht an der Krippe zu finden sind. Das war wohl so, weil sie nicht den Mut hatten, diesen Verheißungen auch wirklich zu glauben. Und deswegen ist das Zweite, was wir lernen können, Mut zu haben, Gottes Verheißungen zu glauben. Nur diejenigen in der Weihnachtsgeschichte, die Gottes Verheißungen glaubten und sich auf den Weg zu Jesus machten, erlebten auch das Wunder der Menschwerdung Gottes und wurden verändert. Und dann drittens, lobe und danke Gott dafür, was er in deinem Leben getan hat. Dass er selber zu uns in unsere Dunkelheit kam und Licht in unser Dunkel gebracht hat. Richte dich neu auf Gott aus, so wie es die Menschen in der Weihnachtsgeschichte getan haben. Und dann erzähle anderen von dem, was du mit Gott erlebt hast. Denn durch das Erzählen wird dir das, was du erlebt hast, selber immer festere Realität. Und du wirst ergriffen sein von Gottes Handeln. Auch 2020 wird wieder auf der ganzen Welt die Weihnachtsgeschichte erzählt. Wie sieht es mit dir aus, wenn du diese Geschichte hörst? Lässt du dich darauf ein, so wie die Magier, die Hirten, Simeon und Hanna? Machst du dich auf dem Weg, um Jesus zu begegnen? Ich bin mir sicher, wenn wir uns darauf einlassen, wird unser Leben auch heute verändert. Das Geschenk, das Gott uns geben möchte, ist, dass er uns Frieden, Freude und Hoffnung gibt. Hoffnung, die auch in dunklen Zeiten trägt. Amen. O du selige Gnadenbringende Weihnachtszeit.
erschienen, uns zu versöhnen. Freue, freue dich, o Christenheit. Hanna und Simeon, zwei Menschen, die schon alt waren, auf die Erlösung Israels gewartet haben, auf den dann auf Anraten, auf Hinweisen des Heiligen Geistes und durch das Wort Gottes sind sie, um dort den Erlöser zu begegnen. Beim Lesen der Bibel stelle ich fest, dass Hoffnung sich an eine Person bindet, an Jesus Christus. Ich möchte heute über die Hoffnung, die einen Mut macht, auch in schweren Zeiten durchzuhalten und weiterzugehen. Als wir noch in Griechenland waren und verschiedene Missionseinsätze gemacht haben, haben wir oft in Zelten übernachtet. Es war nicht unbedingt gemütlich. Der Boden war hart von der Sonne ausgetrocknet. Es war uneben. Man hat die Zelte da aufgebaut, reinzugehen. Und nachts wollte man da nicht ins Bett gehen, weil es einfach aber der Gedanke daran, dass es noch ein paar Tage ist und dann bin ich wieder zu Hause in meinem Bett. Und diese Gedanken, die Hoffnung darauf, hat mir Kraft gegeben, die restlichen Tage bis zum Ende des Einsatzes durchzustehen. Das Gleiche erleben wir auch heute. Wir hoffen und warten, dass die Pandemie endlich in den Griff genommen wird, dass sich das Leben wieder normalisiert. Und dieses Hoffen auf Normalität stärkt uns, dass wir die restlichen Tage bis zum Ende der Pandemie oder auch bis zum Ende dieses Jahres durchhalten können. Wenn ich an Weihnachten denke und die Geschichte, die wir gerade gehört haben, dass die Engel den Hirten, die erste Menschengruppe überhaupt, die frohe Botschaft von der Geburt Jesu Christi brachten, dann stimmt mich das hoffnungsvoll. Dort heißt es in Lukas 2, Vers 10 und 11, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Und was mir hier in diesen Versen auffällt, ist, das fürchtet euch nicht. Wir Menschen leben ja immer wieder in diesen Tagen mit der Angst, der eine mehr, der andere weniger, dass man sich infiziert. Und gerade auch in diesem Jahr ist diese Angst bei vielen gegenwärtig. Der meistgesuchte und gelesene Bibelvers in diesem Jahr steht in Jesaja 41, Vers 10. Dort heißt es, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte durch die rechte Hand meine Gerechtigkeit. Die Engel erscheinen den Hirten und die Hirten erschrecken vor Angst, weil sie Engel sehen. Sie mussten ihre Angst überwinden. Menschen wie die Hirten waren in der damaligen Kulturkreis verachtet. Die Arbeit der Hirten erlaubte es ihnen nicht, an religiösen Gemeinschaften teilzunehmen. Sie hatten keine Chance, in die Gegenwart Gottes zu treten, mit Gott Kontakt aufzunehmen. Und diesen Menschen wendet sich Gott als erstes zu. Er begegnet ihnen, da wo sie sind, am Arbeitsplatz. Aber auch du kannst Jesus an deinem Arbeitsplatz begegnen. Durch einen Kollegen, der an Jesus Christus glaubt und dir von Jesus erzählt. Diese Begegnung der Hirten mit den Engeln nach der anfänglichen Furcht stärkt sie dermaßen, dass sie in das Dorf gehen, um zu sehen, was ist es, was die Engel uns da verkündigt haben. Und als sie diese Hoffnung, Jesus Christus in Person vor sich sehen, verändert sich ihr Leben. Ihre Einstellung wird verändert, ihre Angst verschwindet. Sie werden voller Freude und verkündigen anderen Menschen von der wunderbaren Botschaft, dass der Messias nun da ist, dass Gott sein Schweigen gebrochen hat und dass Gott sich den Menschen wieder zuwendet und sich ihrer annimmt. In Vers 20 lesen wir dann, die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt war. Nach dem langen Warten und Beten ist die Verheißung der Propheten endlich wahr geworden. Das veränderte ihren Ausblick auf ihr Leben. Sie waren nicht mehr verachtet, denn Gott hat sich ihrer zugewandt, Gott hat sich ihrer angenommen und ihnen begegnet auf dem Platz, wo sie waren. Er hat sie verändert. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen in dieser Botschaft gebracht hat, nämlich, dass Jesus, der Christus, der Retter der Welt, geboren ist. Wenn du diese Weihnachten Jesus als deinem Hoffnungsträger begegnest,
Wenn du dich auf ihn einlässt, dann erfährst du, dass er dich trägt, dass er dich stärkt. Hoffnung macht stark für die Momente, wo du hoffnungslos bist, für die Momente, wo du Hoffnung am nötigsten hast und gerade in den Augenblicken, wo du deine Hoffnung zu verlieren scheinst. Hoffnung bindet sich an die Person Jesus Christus. Er ist der Hoffnungsträger der gesamten Menschheit. Er ist der Fürst des Friedens. Er ist der Immanuel, Gott mit uns. Wenn dir die Perspektive und Hoffnung für morgen fehlt, dann wende dich Jesus zu. Lass dich von ihm und seiner Hoffnung neu inspirieren, neu stärken, Kraft geben für heute, aber auch für morgen, für den Rest deines Lebens. Dann kannst auch du wie die Hirten voller Freude an deinen Arbeitsplatz, in deine Familie, zu deinen Freunden zurückkehren und von dieser Hoffnung, die dich stärkt, erzählen, anderen Menschen ermutigen. Lass dich dieser Weihnachten von den Hirten anspornen und inspirieren. Lauf zu Jesus, schau ihn an, lies in seinem Wort und du wirst feststellen, er stärkt dich in jedem Augenblick und ganz besonders in denen, in denen du am meisten Hoffnung brauchst. Ich wünsche dir, dass du diese Weihnachten durch die Hoffnung gestärkt wirst, dass du Jesus ganz persönlich erlebst, so wie die Hirten, und dass diese Hoffnung dich nicht nur an den Weihnachten stärkt, sondern für den Rest deines Lebens. Wir haben von Walter einiges gehört über die Hoffnung, die trägt, und von Alex einiges über die Hoffnung, die stärkt. Ich möchte noch über die Hoffnung reden, die bleibt. Und da ist mir in der Weihnachtsgeschichte ein Vers besonders aufgefallen, und das war der Vers 19 in Lukas 2. Da steht: Maria aber bewahrte all das Gehörte in ihrem Herzen und dachte viel darüber nach. Das steht übrigens zweimal über Maria so in Lukas 2, dass Maria Dinge hört und sie in ihrem Herzen bewegt und darüber nachdenkt. Und ich glaube, das hat Maria geholfen, eine Hoffnung zu bekommen, die bleibt, die über ihr ganzes Leben bleibt, denn sie ist ein ganz konstanter Charakter in der Bibel. Während die Jünger schwanken und auch die Freunde Jesu, die Jesus sonst so hat, so ein bisschen hin und her schwanken, ist Maria ganz klar bei Jesus, bis zum Kreuz, bis zum Tod. Und der Schlüssel dazu, wie man eine Hoffnung bekommt, die bleibt, die lesen wir hier in Vers 19. Indem man das Gehörte im Herzen behält, drüber nachdenkt und dann auch Dinge ins Leben umsetzt. Übrigens, bei König David ist eine ähnliche Formulierung zu finden. Also er fordert uns auf oder den Leser auf, darüber nachzudenken, über Gottes Wort nachzudenken, über das, was man hört und das, was man sieht. Ein paar Gedanken dazu. Was hat denn Maria so gehört, was sie in ihrem Herzen so bewegt hat? Wir haben eben gerade von Alex und von Walter schon einiges gehört. Vers 10 wurde schon genannt, die Botschaft der Hirten. Habt keine Angst, ich habe euch große Freudenbotschaft gebracht. Euch ist heute der Retter geboren in der Stadt Davids, Christus der Herr. Und wir haben auch da gerade schon so angedeutet bekommen vom Alex, was das bedeutet hat. In einer Zeit, die alles andere als gut und nett war. Also wenn ich in irgendeiner Zeit nicht gerne gelebt hätte, dann war es die Zeit zwischen Altem und Neuen Testament. Weil Gottes Reden so ruhig war, so still war. Da war fast nichts da. Man hätte die Hoffnung verlieren können. Und dann kommt Jesus. Und als Maria dann diese Botschaft hört, hab keine Angst, der Retter ist da, dann weiß sie genau, Gott hält sein Wort. Gottes Zusagen sind treu, Gottes Zusagen sind gerecht und Gott hält sein Wort. Gott hält seine Versprechen.
Auch wenn es manchmal dauert. Auch wenn es nicht so ist, wie wir es gern hätten. Wir haben auch Versprechen Gottes bekommen. Zum Beispiel, dass Gott denen nahe ist, die ein zerbrochenes Herz haben. Oder dass Gott für uns sorgt. Oder dass Gott sich von denen finden lässt, die ihn suchen. Das sind Zusagen, die uns gegeben sind. Und die wir hören können und in unserem Herzen bewegen können. Und damit durchs Leben gehen können, mit dem Wissen, dass Gott sich finden lässt, wenn wir ihn suchen. Aber Maria hat noch mehr gehört. Vers 14. Groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel, denn sein Friede ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und die er liebt. Maria hört davon, dass Gott Mensch wird, dass Gott Mensch wird. Und das in einer Kultur, wo ganz viele heidnische Könige behauptet haben, Gott zu sein. Die persischen Könige haben das behauptet, die römischen Kaiser haben sich aufgespielt, als wären sie Götter. Aber Maria hört genau die andere Botschaft, dass Gott Mensch wird. Und das bewegt sie in ihrem Herzen. Und das ist, was ihr Hoffnung gibt, die sie durchträgt und die bleibend ist und die sie stärkt. Es zeigt aber auch, dass Gott souverän ist. Er kann machen, was er will. Er tut nicht immer das, was wir will, denn er ist souverän. Gott wird Mensch. Wir lesen aber auch in diesem Vers 14, dass Gott die Menschen liebt. Auch das hört Maria und bewegt es in ihrem Herzen. Gott liebt die Menschen und deswegen sendet er Jesus Christus. Es geht um Menschen. Und nicht nur an Weihnachten geht es um Menschen, sondern überhaupt in dem, was wir glauben, geht es um Menschen. Nicht um irgendwelche Religiosität oder Frömmigkeit. Deswegen fällt es mir so schwer, wenn Leute sagen, Christ sein oder das, woran wir glauben, ist eine Religion. Nein, es ist keine Religion. Bei Religion geht es darum, irgendeinen Gott zu besänftigen, der böse auf uns ist, Gottes Zorn irgendwie zu besänftigen. Aber das ist passiert durch Jesus Christus. Weil Jesus gestorben ist am Kreuz, hat er den Zorn Gottes besänftigt. Der Zorn Gottes ist nicht mehr da. All diese Dinge bewegt Maria in ihrem Herzen. Walter hatte vorhin schon Simeon und Hannah erwähnt. Und auch die Botschaft, die von denen kommt, ist das, was Maria hört und was ihr diese Hoffnung gibt, die bleibend ist und die sie durchträgt. Simeon hatte ja gesagt, nun kann ich in Frieden sterben. Mit meinen eigenen Augen habe ich gesehen, dass dein rettendes Werk begonnen hat und alle Welt soll es erfahren. Allen Völkern sendest du das Licht und dein Licht Israel, dein Volk Israel bringst du zu Ehren. Also Maria hört, dass alle Völkern das Licht gebracht werden soll. Bei Jesus gibt es keinen Rassismus, keine Abgrenzung. Und das in einer Zeit, in einer Kultur, wo Rassismus das Allernormalste war. Ich weiß noch nicht, ob die damals überhaupt ein Wort für Rassismus hatten, weil es normal war, weil alle rassistisch waren in irgendeinem Sinne. Jeder hat sich als der Beste gehalten für den Besten. Aber mit Jesus hat was Neues begonnen. Und auch das hat Maria gehört und bewegt es in ihrem Herzen und trägt es mit. Oder was wir sonst gehört haben, dass Gott dieses Kind bestimmt hat, dass es viele in Israel zu Fall bringen wird und viele aufrichten wird, und dass es ein Zeichen sein wird, gegen das sich viele auflehnen werden. Und dann waren auch diese Stellen, die wir in der Schriftlesung gehört haben, dass dieses Kind viel Schmerzen leiden muss. All diese Sachen hört Maria. Also, dass sich an Jesus die Geister scheiden werden, im wahrsten Sinne des Wortes. So viele Leute glauben an Gott, aber es geht um Jesus und um Jesus Christus allein. Und Maria kriegt auch das mit, dass sich an Jesus viele ärgern werden, dass sich viele darüber aufregen werden, dass die Leute Jesus ablehnen werden und dass dieses Kind wird leiden müssen, später als erwachsener Mann am Kreuz. All das hört sie und all das bewegt sie in ihrem Herzen. Dieses Kapitel in Lukas 2, was wir gelesen haben, endet damit, dass gesagt wird, seine Mutter, also Maria, behielt all diese Dinge in ihrem Gedächtnis. Maria ist also jemand, die ganz viel reflektiert, ganz viel hört, ganz viel mitbekommt. Und Marias Weg, Hoffnung zu bewahren, die bleibt, die trägt, die stärkt, ist, dass sie das Gehörte aufnimmt, reflektiert und auch dementsprechend handelt. Denn sie ist eine der wenigen, die am Kreuz nicht weglaufen, während die Jünger vor Angst weglaufen, weiß Maria eigentlich ganz genau, was passieren wird, weil sie Gottes Wort kennt, liest und bewahrt. Wenn wir also heute nach einer Hoffnung suchen, die uns durchträgt und die uns Kraft gibt und die auch bleibend ist, nach bleibender Hoffnung, dann ist das der Schlüssel, den wir bei Maria hier sehen.
das, was wir mit Gott erleben, das, was wir hören, das, was wir in Liedern singen, das, was wir in Predigten hören, das, was wir in der Bibel lesen, im Herzen zu bewegen, drüber nachzudenken, sich selbst zu reflektieren und dementsprechend zu handeln und auf Gottes Zusagen zu trauen. Liebe Gemeinde, wir als Pastoren, die ganze Gemeindeleitung wünschen euch noch ein weiteres schönes Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr habt gestern schon schön gefeiert im Kreise der Familie, so gut es halt geht bei Corona. Aber wir hoffen auch, dass ihr heute an diesem ersten Weihnachtstag Gottes Gnade, Gottes Sieg über den Tod erleben könnt, in euren Familien drüber redet, dass ihr euch austauschen könnt und dass wir feiern dürfen, dass Gott Mensch geworden ist, dass Jesus gekommen ist, um für uns zu sterben. Denn Weihnachten ohne Ostern gibt es nicht. Ich möchte noch mit uns beten und wir hören gleich noch ein Lied von unserer Band. Jesus, ich danke dir dafür, dass du Mensch geworden bist und dass du damit Hoffnung in diese Welt gebracht hast. Eine Hoffnung, die bleibend ist, die uns durchträgt, die uns stärkt bis über dieses Leben hinaus, bis in die Ewigkeit, bis in den Tod. Und danke, dass wir das so erleben und sehen dürfen, Herr Jesus. Ich danke dir für dieses Weihnachtsfest in diesem ganz besonderen Jahr 2020, was keiner von uns so schnell vergessen wird, was zum ersten Mal irgendwie ganz anders ist als die Jahre zuvor, Herr Jesus. Und doch wissen wir, dass Corona für dich nicht überraschend ist oder andere Dinge, die in der Welt passieren, sondern dass du alles im Griff hast, dass du weißt, warum Dinge passieren. Vieles können wir nicht unbedingt verstehen, aber wir können es so annehmen, dass du Dinge zulässt und ja, auch Weltgeschichte führst, Herr Jesus. Wir danken dir dafür, dass wir auch dieses Jahr Weihnachten feiern dürfen in unseren Familien. Dieses Fest der Freude, der Hoffnung, dass du Licht und Hoffnung in die Welt gebracht hast, Herr Jesus. Danke dir für deine Liebe und für deine Gnade, dass du in Armut gekommen bist und dann voller Schmerzen am Kreuz zu sterben und aufzuerstehen, sodass wir Versöhnung mit Gott finden können. Amen. Hört der Engel große Freude, Christus ist geboren heut. Fried auf Erden, Gottes Huld hat versöhnt der Menschen Schuld. Freu dich, Völker, kommet ein, stimmet in den Jubel ein. Hört der Engel Lobgesang, unserem König zum Empfang. Hört der Engel Lobgesang, unserem König zum Empfang. Engel loben ihn von fern, Christus unseren ewigen Herrn. Sieht, er kommt in unsere Zeit, für den Heiland seid bereit. Als ein Mensch kommt unser Gott, kennt all unser Leid und Not. Kommt uns Menschen nah zu sein, Jesus, siehe bei uns sein. Hört der Engel Lobgesang, unserem König zum Empfang. Das war der Gottesdienst. Und ich freue mich, dass du an diesem Gottesdienst dran teilgenommen hast. Wenn du mehr über unsere Gemeinde erfahren möchtest, dann schau auf unserer Homepage vorbei und melde dich für die nächsten Gottesdienste an, denn du bist hier herzlich willkommen. Ansonsten darfst du gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren, wenn du keine Videos mehr verpassen möchtest. Dir wünsche ich einen wunderschönen ersten Weihnachtsfeiertag und wunderschöne letzten Tage in diesem Jahr 2020.